Die Synode ist schon fast wieder zu Ende und wir haben wieder seine Exzellenz Weihbischof Athanasius Schneider hier zu Gast in diesem Kanal. Grüß Gott, Weihbischof Schneider. Herr von Gerstorf. So, und vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns Ihre Eindrücke und Einschätzung zu geben, jetzt an diesem Wochenende, wo die Weltsynode aufhört. Und da gibt es natürlich nicht sehr viele Nachrichten, aber manches sickerte eben schon nach draußen, in den Pressekonferenzen, aber auch in diesen parallelen Veranstaltungen, die wir hatten in Rom. Und deshalb möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Und zwar in den letzten Tagen war besonders auffällig, in den letzten Tagen der Weltsynode gab es sehr viele Stimmen aus dem linksliberalen Lager, die sich enttäuscht über die Synode äußerten. Sie hätte keine linksliberalen Neuerungen angestoßen. Teilen Sie diese Einschätzung? Kann gesagt werden, dass durch die Synode kein Schaden für Glaube und Kirche entstehen wird? Das kann man wohl nicht sagen, weil der Sinn einer Synode von jeher in der Kirche ist, Klarheit zu schaffen, den Glauben zu stärken, Zweifel auszuräumen. Das ist wirklich Synode im Sinne der Kirche. Und das war ja, wir haben das erlebt, alles andere als Klarheit, auch wenn die ganz extremen Thesen als solche nicht Erfolg hatten, zumindest jetzt, so bleibt es doch, ich denke, ein Schaden für die Kirche, dass man so eine Synode abgehalten hat, ohne klaren Ziele, ohne den Glauben zu stärken und ohne die Zweifel auszuräumen. Viele hoffen, dass die Weltsynode einen Anstoß in eine bestimmte Richtung geben würde. Die Liberalen hin zur Reform aller deutscher synodaler Weg und die anderen hin zu mehr Evangelisierung, Stichwort Neuevangelisierung und Begeisterung für den Glauben. Man hatte aber den Eindruck eines Unentschieden. War die ganze Veranstaltung reine Zeitverschwendung? Ich denke schon, weil wenn man den Glauben nicht klar verkündet, und heute ist ja eine nie dagewesene Verwirrung im Leben der Kirche bezüglich des Glaubens, der Sittenlehre, und wenn da keine Antwort gegeben wird, nur einfach es hat einen Eindruck hinterlassen wie ein Debattierclub, so ist das, ich denke schon, eine Zeitvergeudung und eine Geldverschwendung gewesen, auch dazu noch. Nach Abschluss der Weltsynode wird Papst Franziskus ein nachsynodales apostolisches Schreiben veröffentlichen. Können Sie eine Prognose anstellen, was der Papst schreiben wird? Oder können Sie uns kurz erklären, was er schreiben sollte nach dieser Synode? Ja, Prognose ist es schwer anzustellen, aber zumindest, wie wir das schon kennen von den früheren nachsynodalen Schreiben dieses Papstes, so waren die an sich nicht klar. Im Gegenteil, vor allem Amoris Laetitiae hat dann noch mehr Verwirrung gestiftet bezüglich einiger Lehren der Sitten in der Kirche und dann vor allem die Praxis der Zulassung der Geschiedenen zur Kommunion, die dann der Papst auch formell erlaubt hat, den argentinischen Bischöfen, und das dann noch bezeichnet hat als authentisches Lehramt. Und so hat eben das nicht für Klarheit gesorgt, sein nachsynodales Schreiben und auch andere Maßnahmen, die wir kennen von Papst Franziskus, haben keine Klarheit geschaffen. Wir haben ein Beispiel gehabt letztes Jahr, wo in der ersten Phase der Synode der sogenannte Segen für homosexuelle Paare diskutiert wurde und die Mehrheit der Synode hatte das abgelehnt, wohlgemerkt. Und ungeachtet dessen wurde dann 3 Monate später, im Dezember letztes Jahres, dieses Schreiben Fiducia Supplicans veröffentlicht mit Genehmigung des Papstes, wo eben gleichgeschlechtliche Paare von den Priestern, von der Kirche gesegnet werden können. Und deswegen ist es nicht gegeben,
dass wenn jetzt in der Synode jetzt keine extremen Thesen approbiert wurden, dass da nicht mal wieder dann ein Dokument herauskommt, was diese Ziele de facto durchsetzt. Da können wir nur beten, dass der Heilige Geist den Papst erleuchtet und er in seinem Schreiben, wir hoffen, den Glauben der Kirche stärken wird, wie, was seine Aufgabe ist. Und dafür sollten wir beten. Am Anfang der Weltsynode haben Sie sich in einem Gespräch mit diesem Kanal auch sehr besorgt gezeigt. Welche Befürchtungen, also welche konkreten Befürchtungen sind tatsächlich eingetroffen und welche nicht? Und was ist Ihre Einschätzung? Konnten die Bischöfe Afrikas, die Sie damals gelobt haben, sehr deutlich, konnten Sie das Schlimmste oder Schlimmeres verhindern in dieser zweiten Sitzung der Weltsynode? Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf meine vorige Antwort. Eben die afrikanischen Bischöfe hatten ja bei der ersten Phase der Synode dieses Bestreben, die Homosexualität zu bestätigen, sei es durch Segen oder durch eine klare Lehre, zugunsten der Homosexualität abgelehnt. Und das war, kann man schon sagen, ein Einfluss gewesen, auch nicht nur der afrikanischen Bischöfe, aber hauptsächlich. Und dann haben die das mutig gezeigt, dass der ganze afrikanische Episkopat geschlossen das Dokument Fiducia Supplicans abgelehnt hat. Und in dieser Phase, in der letzten Phase der Synode, haben auch einige afrikanischen Bischöfe sehr klar die Lehre der Kirche verkündet. Aber das ist eben in dieser Situation keine Garantie, weil dann zu befürchten ist, dass wenn dann die Synode zu Ende ist und alle wieder nach Hause fahren, dass dann im Vatikan gewisse Kommissionen oder Einrichtungen Dokumente veröffentlichen können, die den Glauben der Kirche und die Sittenlehre und die Disziplin der Kirche unterwandern. Mit dem könnte man rechnen, aber wir hoffen nicht, aber ich sage nur, aus der Erfahrung der vergangenen Jahre war das der Fall gewesen. Und dennoch bleibt das Zeugnis, das einzelne Zeugnis von einigen Bischöfen oder Teilnehmern der Synode und vor allem der afrikanischen, verdienstvoll vor Gott, vor der Geschichte. Und es kommt nicht auf die große Zahl drauf an, sondern auf diejenigen, die treu, auch wenn sie eine Minderheit sind, den Glauben aller Zeiten, den Glauben der Apostel, weiter verkünden und Zeugnis ablegen in dieser verwirrenden Zeit. Und das ist der beste Dienst, den diese Bischöfe, Priester tun können für die Gläubigen, für die Erneuerung der Kirche und für die Welt. Vielen Dank, Exzellenz, Weihbischof Athanasius Schneider. Wir werden natürlich den weiteren Verlauf der postsynodalen Zeit natürlich sehr genau beobachten. Es gibt sehr schlechte Stellungnahmen von Bischof Dr. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Es ist völlig klar, dass er diese Weltsynode quasi als Anstoß für seine Reform aller deutscher synodaler Weg machen, benutzen wird. Er hat auch gesagt, ja, die ganze Thematik der Wahlen für Frauen, obwohl das ja gar kein Thema war eigentlich der Weltsynode, aber Sie sehen, dass diese ganzen linkskatholischen Bischöfe wirklich sehr hartnäckig sind, ja, und man muss eben abwarten. Also es sieht so aus, dass sie zumindest versuchen werden, eben die kommende Zeit eben wieder eben diesen synodalen Weg, der sich ziemlich totgelaufen hat, wieder zum Leben zu bringen. Ja, Ende des Jahres oder im kommenden Monat sogar schon ist eine neue Sitzung des Synodalen Ausschusses. Mal sehen, wie die versuchen, eben da in diesem ja, gewissermaßen Kadaver des Synodalen Weges jetzt ein bisschen wieder Leben einzuhauchen aufgrund eben der Weltsynode. Aber da würden wir das auf jeden Fall in diesem Kanal nochmal behandeln. Also nochmal vielen Dank und wir hoffen, dass Sie viel
sehr segensreich überall wirken, auf der ganzen Welt und natürlich in Ihrem Bistum Astana. Danke und Gott segne Ihr Wirken, Ihren Kanal und alle, die hier Zuschauer sind und Zuhörer. Gott segne Sie alle. Danke, auf Wiedersehen.